Es ist Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Freude, der Nächstenliebe und der Familie. Bei uns daheim kommen über die Feiertage alle zusammen. Wir haben mehr Zeit miteinander, die Zeit, die uns im Alltag manchmal fehlt. Darauf freue ich mich besonders. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie die Weihnachtstage mit Ihren Lieben verbringen können, die Zeit für Traditionen und besinnliche Stunden haben. Karl Valentin wusste schon, wenn die Stadezeit vorbei ist, wird es wieder ruhiger. So wünsche ich Ihnen, dass Sie über die Feiertage zur Ruhe kommen und Kraft für das nächste Jahr sammeln. Hinter uns liegen ereignisreiche Monate, auch für mich persönlich. Seit dem 23. Februar bin ich Minister für Wohnen, Bauen, Verkehr. Zur selben Zeit begann der schreckliche Krieg gegen die Ukraine. Das hat für die Menschen dort unendlich viel Leid und Zerstörung gebracht. Aber der Krieg mitten in Europa hat auch für uns alle vieles verändert. Die Rahmenbedingungen sind in vielen Bereichen sehr schwierig geworden. Gründe sind vor allem die Lieferengpässe, der Fachkräftemangel und steigende Material- und Energiepreise. Die Inflation und die Energiekrise stellen Wirtschaft und Gesellschaft jetzt nochmal vor ganz neue Schwierigkeiten. Viele Menschen sind verunsichert und das kann ich gut nachvollziehen. Es ist wichtig, dass wir als Staatsbauverwaltung gerade jetzt für Stabilität stehen. Wir erfüllen unsere Aufgaben auch unter schwierigen Bedingungen und suchen immer nach guten Lösungen. Ich danke meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium, der Landesbaudirektion und an den staatlichen Bauämtern für ihren herausragenden Einsatz. Vielen Dank auch an alle Handwerker, Architekten und Ingenieure, Lokführer, Bus- und Lkw-Fahrer, den Verbänden und allen, die mit uns zusammen anpacken. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Aufgaben gemeinsam gut meistern werden. Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Ich möchte, dass alle Menschen in ganz Bayern gut leben können. In der Stadt genauso wie im ländlichen Raum. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und deshalb müssen wir so viel wie möglich bauen. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr sehr viele Wohnungsbauprojekte auf den Weg gebracht haben. Bayern baut und wir setzen auch im kommenden Jahr hier einen deutlichen Schwerpunkt. Auch der Verkehrsbereich steht vor Herausforderungen. Damit wir unsere Klimaziele erreichen, muss sich unsere Mobilität verändern. Wir wollen den öffentlichen Verkehr allgemein und besonders im ländlichen Raum stärken. Dafür haben wir die ÖPNV-Strategie 2030 erstellt. Das ist für uns ein klarer Fahrplan für einen zukunftsfähigen ÖPNV in Bayern. Wir begleiten auch die Umsetzung des Deutschlandtickets. Günstige Tarife sind das eine. Wir brauchen aber auch ein attraktives Angebot in der Stadt und auf dem Land. Die Schiene ist ein umweltfreundlicher Verkehrsträger und für den Güterverkehr besonders wichtig. Wir setzen uns dafür ein, dass noch mehr Waren auf die Schiene und auf die Wasserstraße auch verlagert werden. Auch der Radverkehr wird immer wichtiger, denn Radfahren hält fit, ist effektiv und schont das Klima. Wir setzen dafür auf den Ausbau der Radwege in ganz Bayern. So bringen wir bis 2030 insgesamt 1500 zusätzliche Kilometer auf den Weg. Gerade im ländlichen Raum ist die Straße nach wie vor der wichtigste Verkehrsträger. Wir brauchen überall ein leistungsfähiges und sicheres Straßennetz. Darum werden wir uns gut um unsere Straßeninfrastruktur kümmern. Ich danke den staatlichen Beamten, den Straßenmeistereien und allen, die sich für die Sicherheit auf den Verkehrswegen einsetzen. Wir treiben den Umwelt- und Klimaschutz in allen Fachbereichen voran. Daher wollen wir alle geeigneten staatlichen Dächer mit Photovoltaikanlagen ausstatten. Über 84 Anlagen sind schon in Betrieb, über 100 weitere sind in Planung und Bau. Und wir haben die Abstandsregel für Windräder weiterentwickelt. So bauen wir unsere Führungsrolle weiter aus. Bayern ist und bleibt Vorreiter bei der Energiewende. Unsere Themenpalette ist breit und herausfordernd. Ich bin dankbar, dass ich so engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die mich in allen Aufgaben unterstützen. Dafür nochmals ein herzliches Vergeltsgut. Mein Dank gilt aber auch allen, die sich für die Gemeinschaft einbringen und sich für andere einsetzen. Den Hilfsorganisationen und den vielen Ehrenamtlichen in Bayern, die für andere Menschen da sind. Wir merken immer wieder, die Gemeinschaft ist das Entscheidende. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien fröhliche und besinnliche Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Start in ein gesundes, glückliches und zuversichtliches neues Jahr.